Fallschirm reingesprungen, habe dabei ein Liebeslied abgespielt mit einem Blumenstrauß in der Hand. Eben singen die schon. Nein, das ist so traurig. Das ist so traurig, Jungs. Das ist so traurig. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, Jungs. Jedes Mal kann ich wegen Ihnen anrufen. Frau Mal, ich suche Frau Mal. Mein Name ist Kevin Hilton, ich fahre ohne Führerschein. Ich bedrohe Sie jetzt. Wenn Sie mich nicht in den Knast bringen, bringe ich Sie um. Ja, wie gesagt, Angebot steht, wenn Sie schaffen bis Dienstag, dann rufen Sie am Dienstag an. Und dann gab es auch Praktikum. Das erste Army-Praktikum, das es jemals gegeben hat. Ich mache alles, was ich kann. Ich bin jetzt gerade so an dem Punkt, ich verstehe Sie als Papa, dass Sie da das Beste haben. Frau Malz, bevor Sie weiterreden. Er gibt nicht auf! Ich komme hierhin nicht, um ein Nein zu akzeptieren. Verstehen Sie? Ich habe mir jetzt diese Zeit genommen, weil es wirklich ein ernstes Thema ist. Also geben Sie sich einen Ruck. Geben Sie sich einen Ruck und geben Sie ihm diese Chance. Ja, Clara, was möchtest du? Du hast mich zufällig angerufen, was möchtest du mir zufällig erzählen? Nicht zufällig, hast du denn SMS gecheckt? Nee. Gut, komm bitte hoch ins Fort. Ich komme, Clara. Ihr werdet halt mein Amt niederlegen. Sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten sehr, sehr viel RP mit der lieben Clara Malz. 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6000 verliebte Männerherzen. Hör mal um mich, mal bitte die Hände heben. Sehr, sehr schön. Jetzt kommt was wir eigentlich, ja, wovor ich eigentlich lange Zeit immer abwenden konnte. Malz, den sind da mal vor mir, damit ich ihn einmal ihre Papiere überreichen kann. Als ich mal zum letzten Mal angetreten, wir befohlen, Sir. Frau Miles, dürfen Sie sich berühren. Dankeschön. Frau Miles, ich hatte Sie zurückgeholt in die US Army, als ja, die US Army mal wieder nach etwas längerer Zeit am Boden lag. Sie haben die Aufgaben zu vollsten Zufriedenheit erfüllt, wofür ich sie auch geholt habe. Ich wusste, wenn ich sie ins Boot hole, deswegen habe ich sie auch direkt als Lieutenant General eingestellt. Ja, wir haben viele Aufgaben zusammen gemeistert, auch zusammen mit Schindler und Wurzel, als wir die ganze US Army umstrukturieren haben, auch mit Hilfe des Ex-Generals Herrn Euker. Ich weiß nicht, wie oft wir uns beide den Kopf zerbrochen haben, damit wir das wieder alles ins Laufen kriegen. Und Frau Miles, ich will Ihnen dürfen mit einfach nur sagen, ich bin Ihnen ja zu tiefen Dank verschuldet für Ihren Dienst unter meiner Leitung. Und ich kann mir auch keinen besseren Lieutenant General vorstellen, als wie ich Sie ihn
gesehen habe. Vielen Dank, Frau Miles, dass Sie so an meiner Seite mitgearbeitet haben. Stehe jetzt, wo das Vater wieder am Rollen. Das ist ja Wahnsinn. Das Teil kann ich nur zurückgeben. Ja, wir waren nicht nur am Boden, wir waren drunter. Wir haben Leute verloren, wir haben Leute gekriegt. Wir haben so viel Gegenwind gehabt aus sämtlichen Parteien. Danke, dass Sie mir die Ehre erwiesen haben, dass Sie wiederkommen haben dürfen. Es war mir Ehre und ein Privileg, unter Ihnen dienen zu dürfen. Das kann nicht sein. Genauso unter unserem Parlament, unter der Herr Schindler und der Herr Wurzel. Ich denke, wir geben die Arme in die richtigen Handschuhe, na, tragen ja eh schon weiß. Und auch an die Kameraden, mit mir umdrehen habe, aber warte, die Kameraden richten. Sie können sich rühren. Danke, man. Okay, an die Army, die Exekutivler, an das Südtor. Wir stehen wieder da an dem Punkt, haben Zeremonie. Diesmal halt mit einem kleinen Schatten, der sich über die Army legt. Wie in alten Zeiten, Jungs. Aber auch mit neuem Licht, ne? Die Kameraden, die sind in die Army eingetreten, um ihrem Land zu dienen. Und ich muss sagen, ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der, den ich miterleben habe dürfen, im aktiven Regeldienst, den ich ausgebildet habe, die mit mir die MP aufgebaut haben. Kein Problem. Die da waren, wenn ich geheult habe, die da waren, wenn ich gelacht habe. Es waren turbulente 20 Monate. Waren wir, Jungs. Ja, es ist wie Durchfall, man weiß nie, weil man wieder mal am Scheißhaus sitzt und einfach gar nicht mehr aufstehen will. Nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem immer wieder geschafft, aufzustehen, das Beste aus der Army zu machen, den Übergang in die Abteilungen. Na, ich möchte Sie bitten, wir haben schon viel Gemunkel gehört, na, im Sinne von, ja, ist doch alles Schrott, was jetzt passiert, und hast du nicht gesehen. Frischer Wind, ja, ist nicht immer was Schlechtes, ganz im Gegenteil. In Brinkmann haben das Ding schon so lange übergehabt. Es tut nicht schlecht, wenn endlich mal die Leitung wechselt. Geht's den zwei Kameraden, den Herrn Schindler und den Herrn Wurzel bei. Unterstützt sie. Verzeiht sie hin und wieder kleinere Fehler. Verzeiht sie, wenn sie gestresst sind. Es ist nicht einfach da oben. Es ist ja nicht einfach auf 10. Und die zwei Herren haben es mehr wie verdient, auf 12 aufzusteigen. Auf den Rang eines Major Generals. Entschuldigung, Herr Espenheim. Dementsprechend danke, dass Sie heute zur Verabschiedung gekommen sind. Ich werde sich ja letztes Mal rühren, bevor ich dementsprechend dann, ja, meinen Posten niederleg. Können Sie sich rühren, Kameraden? Clara, wir lieben dich! Schluck auf Herr, danke für Ihre Tätigkeit. Ich bin immer noch so ein Vogel. Scheiße. Ich liebe Sie, Clara, Max. Immer lieben. Scheiße, Alter, was machst du da? Haben es alle im Funk gehört, ne? Ich lieb sie für mal ewig. Ende. Das hört davon nicht auf. Was hat Ricky denn jetzt mir für einen wunden Punkt getroffen? Danke. Danke, Ricky. Danke, danke. Ist einfach so scheiße. Staffel 4 Ende. Es wird keine Staffel mehr kommen. Wollte gerade sagen. Es kommt keine Staffel mehr, Digga. Oh, so bad in meiner Freund, wie Schlosshund. Staffelfinale. Die Clara Miles Staffel ist jetzt zu Ende. Das war's. Ja, ich war nochmal eine Umarmung. Ich hab mir hier mein Fotoalbum heute angeguckt. Ein paar Erinnerungen sind wach geworden hier. Wie ist das? Auf jeden Fall, ich war einsam. Die letzten 5 Monate, sie wissen Bescheid. Ich muss nur eine kleine Umarmung. Kann ich nicht sagen. Es tut mir immer noch leid. Kein Thema. Kein Thema. Danke. Brian, den gefallenen Bruder. Einfach ein bisschen Bescheid. Akte clean machen im internen Bereich. Dankeschön. Hast du nie unter clean machen? Danke. Danke, danke. Und ausnahmsweise nehme ich auch mal den Arm. So. Was heißt denn die Ausnahmsweise? Ich knuddel schon so gerne. So, falls ich ein Stück in der Krankheit gehabt habe. Sorry. Alles Gute. Danke. Liebe Clara Miles. Oh, bitte kein Cringe-Scheiße. Ich erinnere mich, als sie mich in der Einzelhaftzelle rausgeholt haben, damit ich wieder in den Innenhof konnte. Und dass sie die erste und einzige Frau gewesen sind, beziehungsweise der einzige Mensch, der mir jemals eine Chance gegeben hat.
Und für diese Chance wollte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Denn es gab hier keinen einzigen, der an mich geglaubt hat, so wie sie an mich geglaubt haben. Und dafür wollte ich einfach Danke sagen. Ich werde nie wieder für irgendeine Person hier in den Knast springen. Und das wird mir sehr fehlen. Danke. Danke. Dieser Drecksabschied, die Schande nimmt das Kalte. Was seid ihr denn? Danke. Das Ding ist, alle, die jetzt nach mir kommen und so, wollte eigentlich, Beste zum, wollte eigentlich das Beste zum Schluss, aber jetzt kommen immer mehr, deswegen. Auch rein, klar. Danke. Herr Mustermann, ich wollte sie nicht enttäuschen. Das wollte ich sagen. Eine Sache. Moment, weggetasert. Wenn sie mir jetzt küssen, werden sie weggetasert. Papa. Ein letztes Mal frage ich sie, ob sie Lust haben, mit mir zu chatten. Und ich denke, nein, denn sie werden immer noch viel beschäftigt sein. Denn sie waren immer eine sehr wichtige Person für die Army. Aber auch vor allem eine wichtige Person für mich. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie trotz meiner zahlreichen Schleimversuche mich nicht aus der Armee rausgeworfen haben. Und ich bedanke mich, dass ich Ihr Königsegg festfahren durfte und ihn nach 3 Sekunden versenkt habe. Ja, darum danke ich mich auch. Ich wusste das zwar, dass das passiert, aber okay. Ja, und Ihr Chatversuch, wo Sie den Code waren, ich denke, dafür haben Sie ja auch die passende Strafe dann erhalten. Ich mochte es, als Sie mich bestraft haben, aber das ist ein anderes Thema, Herr Brinkmann. Dürfte ich Sie nicht. Zum Abschied umarmen. Dürfen Sie, Herr, dürfen Sie. Danke. Sir. Ich gerne, die Junge. Bis bald, Herr Brinkmann. Lara, ich liebe dich immer noch. Lara. Jetzt mit Händen hier raustragen aus der Halle, wenn es in Ordnung ist. Ach, nein. Komm, ehrlich, ich will sie mal Huckepack. Nein, mich trinkt dir keiner. Noch ein letztes Mal, Kevin. Sanktion für Kündigung. Sexuelle Belästigung, aber weiß was. Kevin, du und hallo. Nennen Sie mich noch einmal Hund und Warnbeleidigung mit dem Fernseher. Ach komm, leg mal nachher, komm mit, wir salutieren noch ein letztes Mal jetzt. Als Ex-MP, komm mal mit jetzt. Nimm mal deine Eier in die Hand, Mann. Junge, alle Eier niemals gegeben. Jungs, ich kann das nicht mehr, Digga. Content, nur für YouTube. Hallo YouTube, bevor euch. Ihr wisst Bescheid. Show me a bird call, homie. Kein Mann der großen Worte hier. Die MP hier, wie sie lebt und steht. Wie wir kamen und gehen. Geht doch jetzt die Chefin der MP, scheiß mal auf Roxy Devane, hier ist die Beste, Digga. Die steht alle vor uns, ihr wisst Bescheid. Roxy, wenn du hier bist, du bist die Schande, hier ist die Beste. Und auf jeden Fall, wir verabschieden uns ein letztes Mal, bis dann. Danke, Sie können sich rühren. Ja, und einmal die Nationale wieder spielen. Bitte gib mir den. You see, once upon a evening, at the twilight's last gleaming. Ich kann nicht mehr. It's too much cringe. Help me. Please. Es ist so schlimm. Ich halte nicht mehr aus. Es ist so schlimm.